Wir sind schon wieder beim letzten Teil des Halloween-Specials angekommen und zeigen euch zum Schluss nochmal ein tolles Cupcake-Rezept. Als erstes wird die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillinzucker schaumig aufgeschlagen. Dann kommen die Eier hinzu und werden gut unter die Masse gerührt. Das Mehl wird mit dem Salz und dem Backpulver vermischt und im Wechsel mit der Milch unter die Buttereimasse gehoben. Danach wird der Teig in die Förmchen gegeben. Die Cupcakes müssen dann für 12 bis 15 Minuten bei 180 Grad Umluft gebacken werden. Wenn sie kalt sind, werden die Cupcakes mit Johannisbergeli gefüllt. Aber passt auf, dass ihr nicht zu viel nehmt, sonst geht der Kuchenteig kaputt und läuft aus. Für die Frischkäsecreme wird die weiche Butter mit dem Frischkäse und dem Puderzucker 3 bis 4 Minuten aufgeschlagen. Wir haben die Creme mit gelber und roter Lebensmittelfarbe leicht orange gefärbt und auf die Cupcakes gegeben. Zum Schluss haben wir noch Fruchtgummiaugen auf die Cupcakes gesetzt. Wir wünschen euch allen tolle Halloween-Partys und hoffen, dass euch unser Halloween-Special gefallen hat.